vor 3 Tagen noch 20 Grad plus. Jetzt ist der Winter da. Ich nehme an, das taugt euch auch als Rennfahrer, oder? Das ja, natürlich. Das ist für uns sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr wichtig natürlich, dass ja, überall Schnee liegt und dass auch wirklich an den Fernsehbildschirmen oder auch so in der Öffentlichkeit einfach ein gewisses Verständnis da ist, dass jetzt wirklich auch wieder der Winter losgeht und dass wir unsere Rennen fahren. Wie ist bei dir die Vorbereitung gelaufen? Gut soweit. Also ich bin wirklich verletzungsfrei und ohne große Komplikationen durch die Vorbereitung gekommen. Dementsprechend freue ich mich natürlich riesig, dass jetzt endlich losgeht. Ich glaube, du hast im Sommer dein Studium beendet. Genau, also, richtig, ja. Ist sowas belastend oder ist das eine willkommene Abwechslung? Nee, das ist eine willkommene Abwechslung. Ich habe es mir ja selber ausgesucht. Dementsprechend war es natürlich schön, dass ich das endlich abgeschlossen habe und ja, macht mich schon in gewisser Weise stolz, dass ich das neben oder parallel zum Skifahren eigentlich durchgezogen habe. Ja. Vergangene Saison, der 4. Platz in Sochi, war das im Sommer noch irgendwie ein Thema oder hast du das gleich sofort abgehakt? Das war relativ schnell wieder abgehakt. Ich habe mir schlussendlich keine großen Vorwürfe zu machen, weil ich alles probiert habe, in beiden Durchgängen Fehler gemacht habe, allerdings auch am Limit gefahren bin. Und dementsprechend war der 4. Platz ja, auch in dem Sinne auch leistungsgerecht. Von dem her war das so, aber ich habe das relativ schnell abgehakt. Und 2 Wochen später bin ich in Gran Scagora Zweiter geworden im Slalom. Und das war doch gewisserweise sozusagen eine kleine Rehabilitation. Quasi eine kleine Olympiamedaille. Genau. Sölden, ich glaube, da warst du jetzt noch nicht in den ersten 10. Genau, richtig. Also das ist sicher mein Ziel, dass ich in die Top 10 komme. Ich habe eine gute Ausgangsposition. Aber gute Startnummer im ersten Lauf und die möchte ich natürlich ausnutzen, um da wirklich nach ganz vorne zu kommen. Sonst Ziele für die Saison? Grundsätzlich den Start in die Saison einfach besser zu absolvieren wie die letzten Jahre, eben auch mit Hinblick eben auf Sölden und dann mich im Slalom und im Riesenslalom einfach eben am Top-Niveau einfach noch weiter zu stabilisieren und noch ein bisschen weiter zu kommen. Großes Highlight natürlich, Vail jetzt schon ein Thema oder noch völlig weit? Na, ist noch relativ weit weg, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt ist erstmal der Hauptfokus liegt wirklich auf die ersten Rennen, speziell auf Sölden eben, dass ich da wirklich einen guten Einstieg finde und dann schaut man wirklich von Rennen zu Rennen und probiert sich dadurch einfach eine gute Basis oder gutes Selbstvertrauen zu holen. Hallo Fritz. Ja, hallo, servus, hi. Ja.